Das ist ja sozusagen bis in die Details der Frisur, der Ornamente auf den Stoffen und so, des Schmollmundes, der Schminke um die Augen, ist das ja Amy Weinhaus, eins zu eins. Als kleiner Junge, das ist ja so die Zeit Anfang 50er Jahre, da war ich so sieben, acht Jahre alt, äh, bin ich mit meinen Eltern jeweils an das Knabenschießen gegangen. Und diese Kirmesveranstaltungen, das war sozusagen. Die Kathedrale der Auftritte dieser Leute, die waren in und um die Bahnen herum. Elvis Presley lief auf allen schnellen Karussells, auf den Achterbahnen. Das war die Hymne schlechthin dieser ganzen Stimmung. Und man hat die Kinder sozusagen erschreckt, weggezogen vor diesen Erscheinungsformen einer Rebellion, die eine Lebensform war, die in der Kleidung vor allem zum Ausdruck kam. Das Eigenartige ist ja, dass eigentlich diese Form des Sich-Anziehens ja nicht primär jetzt als ein Protest gedacht war, sondern es war sozusagen für diese Leute ein getragenes Gedicht, ja? eine Form des Sich-Selbstseins in den Klamotten, und dass sie so mit dieser Form angestoßen haben, das war sozusagen ein Nebeneffekt, der sie auch zusammengeschweißt hat, der ein, ein Gruppenbewusstsein äh, geschaffen hat. Aber eigentlich war es der Wille vor allem auf eine andere Art, als eben in den Uniformen des Kleinbürgertums, das waren ja 50er Jahre, es war sozusagen die Hochblüte des Kleinbürgertums, auf dieser Welt zu stehen. Man hat absolut natürlich in Kauf genommen, Ausgestoßen zu sein und eben anzuecken. Es waren die Outcast-Seldwylas sozusagen. Ein wunderbares Beispiel der Individualisierung seiner Uniform, indem er wahrscheinlich aus Not heraus, weil er die einschlägigen Ringe, die es da gab, in amerikanischen Geschäften schon nicht gefunden hat, hat er sich hier Bierbügel genommen und mit diesen Bierbügeln sich dekoriert ganz wunderbar, übrigens trägt er ja auch äh, äh, wie der Redner hier äh, dieses Tüchlein, nicht was ja sozusagen äh, zu meinem Spleen geworden ist. Und ich meine, der sieht jetzt wirklich aus, der könnte in jedem Magazin von heute als stilbildend gezeigt werden. Die Körperlichkeit dieser Selbstdarstellung ist unglaublich wichtig. Man darf nicht vergessen, dass sogenannte Röhrli-Hosen, ja, Jeans eben, das war absolut verpönt. Und diese Jeans, die zeigen ja eigentlich den Körper, nicht? Die zeigen den Hintern, sie zeigen die Beine. Dann diese eng geschnittenen Jacken. Ich glaube, dass die, die Körperlichkeit, dass, dass auch äh, das Empfinden des Körpers in dieser Art Hülle, das war eine absolute, ich würde sagen, das war ein erotisches Erlebnis. Ein Teil des Anstoßes war auch, dass eben diese Körperlichkeit in einem so hohen Maße vorhanden war. Man fand das als absolut stoßen, wenn jemand so enge Hosen gehabt hat, dass dann durchaus eben die Private Parts auch abgezeichnet waren oder die wunderbaren Ärsche abgezeichnet waren. Das war eine unvorstellbare Provokation. Man darf nicht vergessen, wer die Helden waren. Es war James Dean, a rebel without a cause. Es war Marlon Brando ein großer Held und natürlich vor allem war Elvis Presley ein großer Held. Sie wurden wahrgenommen als Kinder von Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen konnten. Das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, nicht weil jeder, der so ein Kind hatte. Es waren ja eben nicht Oberschichtskinder, die sich dann der Luxus irgendeiner Exzentrizität auch mal geleistet haben, sondern das waren ja Arbeiter und Angestellten, Kinder und eben, da gibt es ja diesen Aussuch: ja, ja, der Heinz, der tut nicht gut, oder? ich ist ja da in diesen Klamotten unterwegs und, und seine Brut hat da so einen höchsten, eine Zuckerwatte äh, auf dem Kopf oben und so weiter. Ich glaube, sie wurden wahrgenommen als, um Gottes Willen, wenn nur mir das nicht passiert, dass ich auch mal so ein Kind habe. If you're looking for trouble, you came to the right place. 1958 fotografierte Karl-Heinz Weinberger zum ersten Mal einen sogenannten Halbstarken in Zürich. Es war der Auftakt zu einer Art Langzeitstudie über junge Menschen, die gegen ein bürgerliches Leben rebellierten. Weinberger war selbst ein Außenseiter. Er arbeitete als Lagerist und publizierte als Amateurfotograf in der schwulen Zeitschrift Der Kreis.